Hallo und herzlich willkommen zu Toni Outdoor Gear. Im heutigen Video geht es um Heizen ohne Strom bei Blackout und die Alternativen. Der Schwerpunkt wird heute in diesem Video sein an Heizmöglichkeiten in Wohnungen in den Städten. Natürlich auch die Menschen, die Häuser haben, die können hier vielleicht ein paar Sachen abgucken, aber ich denke mal, da gibt es viel mehr Möglichkeiten. Dann möchte ich mich nochmal bedanken fürs Mitmachen in der Community an Arthur Weidel, an Peter N., an die S., Gedient für Deutschland, an Michael, an O.N., an Tabitha W., an Never Ever, an Tanja Schneider, nochmal an die S. und Buddy Leila. Vielen Dank für das Mitmachen, vielen Dank für die nützlichen Tipps. Einer oder der andere Tipp wird hier im Video vorkommen. Vielen Dank fürs Mitmachen und nun machen wir weiter. Das nächste, was ich euch hier zeige, wie gesagt, es kann lebensgefährlich sein. Man braucht einen CO2-Warner, Stickstoff-Warner, also den entsprechenden Warner, die dafür geeignet sind, um Erstickungsgefahr zu vermeiden und Kohlenmonoxidgefahr zu vermeiden. Informiert euch bitte im Internet. Ich denke mal, sehr viele Haushalte, auch Menschen, die in Wohnungen leben, haben Gasgrills und Gasflaschen. Die Gasflaschen sind momentan sehr, sehr Mangelware. Die kriegt man kaum. Die Möglichkeit, mit sowas zu heizen, ist gegeben. Es ist zwar gefährlich. Früher haben Menschen so geheizt. Mittlerweile kennen sich sehr wenige damit aus und es ist halt, wie gesagt, Lebensgefahr besteht dadurch. Aber mit so einem Gasheizstrahler vom Einhell, der hat gekostet, glaube ich, so 20 Euro, kann man zum Not auch heizen. Man sollte ab und zu lüften. Wie gesagt, ich würde den entsprechenden Warner, also elektrische Warner, in den Raum stellen, damit man nicht ersticken tut, wegen Gas und wegen Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr. Da müsst ihr aufpassen, tut euch bitte im Internet oder wo ihr könnt informieren, um Lebensgefahr zu vermeiden, für sich und für andere. Also diese Gasheizstrahler vom Einhell GS 4400 funktioniert tadellos. Ich werde euch ein Video unten im Infobereich verlinken. Dort habe ich ein Video gemacht und man sieht, was für Leistung der hat. Also der heizt richtig ordentlich. Man kann den für gewisse Zeit, zum Beispiel 10 Minuten heizen, einen Raum, den heizt er ohne Probleme nach. Ausmachen, rausstellen und dann kurz lüften und dann wieder zumachen und dann vielleicht für die nächsten alle 2-3 Stunden so zu machen. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr zum Beispiel Parkettboden habt, egal ob Fliesen oder Laminat, stellt unter der Flasche irgendwas, irgend so eine USB-Platte oder irgendwas drunter, weil durch den Verbrauch von Gas bildet sich unten wie ein kleiner Eisschicht und die kann den Bodenbelag beschädigen eventuell. Also darauf solltet ihr achten. Und vielleicht, was noch wichtig ist zu erwähnen, bei diesem Gasheizstrahler ist so, wenn er neu ist, den solltet ihr vorher schon so circa 10 Minuten einbrennen lassen, damit diese Öle, was drauf sind und die stinken, richtig abgebrannt sind. Und dadurch ist es dann viel angenehmer, wenn man einen Raum damit heizt. Also wie gesagt, das ist jetzt quasi, denke ich mal, die einfachste Möglichkeit, die sehr weit verbreitet ist hier in Deutschland oder europaweit. Viele Menschen haben diese Gasflaschen für Gasgrill und andere Sachen. Das ist quasi die Möglichkeit 1, alternativ zu heizen bei Stromausfall oder Blackout. So, die Möglichkeit 2 zum Heizen ist, wie ihr seht, ein Campinggaskocher. Wie gesagt, das ist nur zum Not, einen kleinen Raum zu heizen. Die Gefahren bestehen genauso wie bei diesen Gasheizstrahler. Für diesen Campinggaskocher gibt es einen Zusatz, einen Adapter. Der wird oben drauf gelegt auf den Brenner und damit kann man heizen. Ich weiß es nicht,
wie verfügbar die jetzt sind. Durch diese Lage, in der wir uns befinden, sind die meistens ausverkauft. Es gibt Möglichkeiten, einen Blumentopf aus Ton zu nehmen und sich selber was drauf zu basteln. Auf jeden Fall, das wäre vielleicht eine der letzten oder vorletzten Möglichkeiten zum Heizen, die ich machen würde, weil wegen diesen Gaskartuschen, die kosten mittlerweile 2-3 Euro und die würde ich lieber fürs Essen zubereiten benutzen. Wie gesagt, das hier ist jetzt alles bezogen auf Menschen, die in Wohnungen leben, die sehr wenige Möglichkeiten haben. Einer, der ein Einfamilienhaus hat, Garten, der hat viel mehr Möglichkeiten, eventuell sich Kachelofen oder Holzofen oder irgendwas noch dazu zu stellen. In der Wohnung im 5. Stock funktioniert das nicht so gut. Also wie gesagt, ich werde euch jetzt was einblenden, damit ihr den Aufsatz sehen könnt, aber wie gesagt, falls er ausverkauft ist, könnte man sich zum Not sowas ähnliches wie Teelichterofen bauen und dann einfach oben drüber stellen, damit er die Wärme aufnimmt und dann nachher weiter strahlt. Also das ist quasi Möglichkeit Nummer 2. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Verbesserungen, Vorschläge, schreibt sie bitte unten in die Kommentare, damit wir uns gegenseitig austauschen und bessere Möglichkeiten vielleicht für die Community haben. Dadurch profitieren alle, falls es zu so einer Krise kommen sollte. So, die Nummer 3 ist ein Campinggaskocher, faltbar. Im Prinzip funktioniert er genau wie der Campinggaskocher, nur hier hat man gewisse Schwierigkeiten, einen Aufsatz drauf zu machen, um die Wärme zu halten, quasi zum Beispiel jetzt Blumentopf. Man müsste sich etwa eine Vorrichtung machen oder irgendwelche Steine drunter legen, damit man höher ist wie der Brenner. Und würde genauso funktionieren wie mit dem Campinggaskocher. Also wie gesagt, das ist eine Möglichkeit Nummer 3. Das klingt zwar lächerlich, aber ich denke mal, wenn es draußen minus 20 ist und die Heizung läuft nicht, man ist froh über alles. Man ist froh über, wenn man mehrere Decken hat und dicke Klamotten, dann fühlt man sich auf jeden Fall besser. Oder sogar wenn man Essen tut, wenn man Hunger hat, fühlt man sich dann noch schlechter. Ich will euch nur zeigen, die Möglichkeiten, die mir eingefallen sind, die ich eventuell nutzen würde. Wie gesagt, Benutzung auf Eigengefahr, informiert euch bitte gründlich im Internet oder vor Ort, welche Gefahren hier bestehen. So, das hier ist die Möglichkeit Nummer 4, Brennpaste. Die kriegt ihr bei Metro, überall in so Hotelbereich Bedarf. Das ist quasi Brennpaste, um das Essen oder Fleischplatten oder irgendwelches Essen warm zu halten in der Gastronomie. Die funktionieren so wie Spirituskocher, damit kann man auch kochen und man kann sich zum Not auch versuchen warm zu halten, ein bisschen aufzuwärmen. Das gleiche wie beim Campinggaskocher, bei dem normalen Gaskocher, faltbaren, da besteht auch Erstickungsgefahr. Informiert euch bitte gut, ihr müsst aufpassen, es besteht Lebensgefahr. Man muss gut lüften, benutzt Gaswarner, CO2-Warner, Stickstoffwarner. Auf jeden Fall, hier kann man sich auch einen Topf, einen Blumentopf aus Ton drüber stellen mit entsprechendem Abstand. Und man kann dadurch die Hitze halten und die strahlt dann längere Zeit quasi aus dem Blumentontopf in dem Raum, wo man sich befindet. Wenn er noch kleiner ist, desto besser. Oder man kann sich in einem geringen Abstand von dem Blumentopf die Hände erwärmen. Da ist auch Verbrennungsgefahr oder beziehungsweise es kann sein, ich blende euch nachher mal ein paar Bilder ein, also die werden richtig, richtig warm. Das ist auch eine simple und einfache und hoffentlich wird man sie nie brauchen Methode, die man eventuell anwenden kann. So eine Brennpaste,
Kostet ungefähr 99 Cent, jetzt mittlerweile 1,30, 1,50. Es ist alles teurer geworden. Aber es ist eine Möglichkeit zum Heizen oder sich warm zu halten. Und natürlich, man kann damit auch Essen zubereiten und andere Sachen auch. Es werden andere Videos folgen, wo ich euch noch ein paar andere Sachen zeigen werde. So, das war die Nummer 4. Jetzt kommen wir zu Nummer 5. So, nun kommen wir zu Nummer 5. Das hier ist quasi Blumentopf-Teelichterofen, der berühmte Teelichterofen und umstrittene. Ich denke mal, lieber sowas haben wir nie, und nie brauchen, wie wir brauchen und nicht haben. Auf jeden Fall kann man sich hier die Hände erwärmen, wenn man in der unmittelbaren Nähe ist. Der strahlt definitiv Wärme ab. Man kann mit einem bestimmt nicht einen Raum warm halten, aber vielleicht, wenn man zwei, drei Stück oder mehr hat, dann kann man vielleicht so einen kleinen Raum auch damit warm halten. Menschen, die campen, die in Trekkingtouren unternehmen mit Zelt, die wissen, wenn man so einen kleinen Feuerstelle hat im Zelt, der keine Ahnung, 2 Quadratmeter groß ist, da kann man sich schön erwärmen. Und es funktioniert gut. Auf jeden Fall, der ist zwar umstritten, bringt er was. Also ich habe den öfters mal getestet. Er bringt definitiv was. Man kann sich, wie gesagt, Hände oder wenn man vor dem sitzt, der strahlt auf definitiv die Wärme ab. Man kann sich ein wenig erwärmen. Also man muss sich mehrere Möglichkeiten offen halten und versuchen, das Beste draus zu machen. Das war die Nummer 5, Teelichterofen. Und natürlich, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schreibt sie bitte unten in die Kommentare, damit wir uns wirklich austauschen und damit die anderen Menschen, die diese Videos von mir oder von uns anschauen, Beispiele haben, wie sie sich vielleicht in einer Notsituation helfen können. So, das war Nummer 5. Nun kommen wir zu Nummer 6, Heizmöglichkeit, und zwar eine Standheizung. Das hier ist eine sogenannte in Umgangssprache China Standheizung. Die hat 5 Kilowatt Leistung. Die kann man sogar tunen, glaube ich, auf 8, aber ich würde es nicht machen. Damit besteht die Gefahr, dass sie kaputt geht. Und wenn man nur eine hat, dann ist man auf diese Ding angewiesen. Ich habe diese China Standheizung ausgiebig getestet. Die funktioniert mit Diesel. Der hat einen Tank von 5 Liter. Man hat hier ein abnehmbares Display. So. Man kann sich dieses Kabel verlängern. Die verbraucht ungefähr bei der niedrigsten Stufe beim Heizen pro Stunde 0,2 Liter. Also mit einem Liter Diesel könnte man zum Not 5 Stunden heizen. Wieso ist das jetzt meine Lieblingsalternative zum Heizen? Also wenn ich sie jetzt zum Beispiel, die habe ich getestet in der Garage, im Zelt und dieses Jahr Ostern habe ich sie getestet. Für 11 Tage habe ich, glaube ich, circa, wenn ich mich noch erinnere, 16 Liter Diesel gebraucht für die 11 Tage zum Heizen. Einen, eventuell manchmal zwei Räume. Und das hat tadellos funktioniert. Draußen war es bis zu minus 3. Haus ist hat Vollwärmeschutz, also ist gut isoliert. Damit, glaube ich, besteht die geringste Gefahr, sich irgendwas anzutun oder jemand anderen. Hier muss man auch auf ein paar Sachen achten. Also ich habe sie jetzt rausgestellt. Ich werde euch nachher hier paar Videos einblenden und ein Video oder ein, zwei Videos verlinken, damit ihr seht, wie die läuft, wie die funktioniert. Die heizt sehr, sehr gut, sehr ordentlich, verbraucht recht wenig. Man braucht auch Strom. Man kann sich hier dabei helfen, zum Beispiel Autobatterie nutzen. Die braucht nur ein wenig mehr Strom am Anfang, beim Anlauf, wenn die Glühkerze vorglüht, und danach braucht sie nur den Ventilator, nur der Lüfter, der hier drinnen ist, der diese heiße Luft rausströmt. Also da braucht sie sehr, sehr wenig Strom. In Verbindung mit einer Solartasche, einer Powerstation oder einer stinknormalen Autobatterie sieht er keine großen Probleme. Man könnte da gewisse Zeit damit auf jeden Fall heizen. Also wie gesagt, ich habe das jetzt getestet.
11 Tage lang. Es war nicht sonderlich kalt jeden Tag, also ein oder zwei Tage waren es minus 3, minus 4, alles andere war so 4, 5 Grad. Wie gesagt, unser Haus hat Vollwärmeschutz, Decken sind also richtig gut isoliert, also Niedrigenergiehaus. Da ist es nicht so sonderlich kalt, aber es funktioniert sehr gut. Also die Möglichkeit, ich denke mal auch in Städten, in der Mietwohnung, wenn man Balkon hat, man kann die rausstellen und ich blende euch nachher ein. Man kann sich zum Beispiel ein Fenster, so eine Styroporplatte zuschneiden und mit einer Öffnung, wo man quasi mit der heißen Luft ins Raum reinbläst. Die China-Standheizung bleibt draußen, die Abgase ist draußen. Es besteht dann keine Erstickungsgefahr. Ihr müsst halt nur aufpassen, damit kein Nachbar unter euch irgendwie Fenster offen hat und ihr damit den zuballert mit der Abgase. Das ist dann wirklich gefährlich, lebensgefährlich. Also auf sowas müsst ihr achten. Ihr müsst euch selber vorher informieren. Ich übernehme keine Haftung für nichts. Das ist nur ein Beispiel, wie ich das machen würde. Viele Menschen benutzen sehr, also quasi diese Heizung für, wenn sie Party haben, die wollen Garage aufheizen, einen großen Zelt, Partyzelt. Und wie gesagt, für LKW, für PKW, damit, also quasi die ist ja auch gemacht, weil, glaube ich, LKW und Busse, die gibt es auch einzeln. Und also in dieser Form, die ich sie jetzt hier euch zeige, funktioniert sie sehr, sehr gut. Leistung ist gut. Man muss natürlich auch gewisse Mengen an Diesel haben. Wenn ihr ein Dieselfahrzeug habt, dann würde ich schauen, damit das Dieselfahrzeug immer getankt ist, dass es nie unter 50% kommt. Und dann kann man damit eine gewisse Zeit überbrücken. Wenn es dazu kommt, ihr müsst es so sehen, wieso zeige ich euch dieses Video. Viele von meinen Zuschauern auf Tony Outdoor Gear haben mich gebeten, um Möglichkeiten zu zeigen, wie man alternative Möglichkeiten hat zum Heizen. Und zwar meistens in den Mietwohnungen, weil da ist die Möglichkeit um einiges geringer, wie wenn man ein Einfamilienhaus hat. Da kann man sich viel leichter helfen. Auf jeden Fall, das hier ist für mich die sinnvollste Alternative, die einfachste für mich, aber muss nicht heißen für euch. Schreibt bitte unten in die Kommentare, was würdet ihr vorschlagen? Habt ihr was Besseres, Einfacheres? Also wir sollten da wirklich offen sein, weil wenn die Bundesregierung dazu rät, dass man Notstromaggregate für die Firmen und Privathaushalte kaufen sollen, das müsst ihr so verstehen. Also man sollte es wirklich ernst verstehen, weil die Regierung kann ja auch gar nicht, wenn sie wollen, die können keine 90 Millionen Menschen gleichzeitig helfen. Also es ist auch unsere Pflicht, uns gegenseitig oder für uns selber in Verantwortung zu nehmen und sich helfen zu können und ein wenig vorzusorgen. Also ich habe sehr viele Menschen, die das mit Lachen angeschaut haben, meine Videos, aber immer mehr und mehr von denen kommen auf mich zu und sagen, du, wie kann ich das machen? Ja, das, was du gesagt hast, ja, sind jetzt also schon logisch. Die haben das nicht geglaubt, dass es kommt. In letzter Zeit in der Zeitung steht drinnen, dass man für nächstes Jahr zum Beispiel für eine 4-Personen-Haushalt eine Nachzahlung für Gas und Strom und diverse Sachen zwischen 2.000 und 5.000 Euro kassieren könnte, also eventuell. Da machen sich viele Menschen dann Gedanken, sollen sie Heizung einschalten oder nicht einschalten. Wenn ihr noch Kinder habt und 80% von euch haben das, ich würde jetzt nach Alternativen schauen, um mich und meine Familie und meine Kinder zu versorgen. Also um Möglichkeiten zu haben, damit sie nicht frieren oder vielleicht auch meine Nachbarn oder ältere Menschen, die in meiner Umgebung leben, denen zu helfen. Also diese Diesel-Standheizung hat auch eine Fernbedienung. In dem Fall jetzt zum Beispiel, was ich jetzt empfehlen würde, was ich mache, ist zwar, zeige ich hier gleich, ich würde mir diese Kabel kappen. Das Kabel habe ich schon gekauft, und das ist so ein dreiadriges Kabel, würde ich verlängern, damit ich diese Display, diese Bedienteil
in den Innenraum stelle, wo ich heize. Hier ist auch ein Temperaturfühler. Man kann die Heizung so programmieren, zum Beispiel auf 17, 19 Grad, egal das, was man haben will. Und dann hält die Standheizung in den Raumtemperatur auf dieses eingestellte Temperatur. Oder man kann programmieren zwei Werte, zum Beispiel zweimal. Zeige ich euch gleich, ich schiebe das nur kurz rein. Man kann zum Beispiel quasi so programmieren, dass man zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, um Mitternacht, dass sie anläuft und läuft, sagen wir mal, 2 Stunden. Dann ist ein Raum aufgeheizt und dann zum Beispiel, dass sie normal um 6 Uhr morgens bis, keine Ahnung, bis 8 Uhr wieder anläuft und ausgeht. Wieso ich das jetzt so sage? Wenn man Teelichter offen hat, wenn man Gasheizung hat, ist das immer alles gefährlich, wenn man zum Beispiel Teelichter brennen lässt, wenn sie umkippen. Man kann sich und andere Menschen, die in diesem Haus leben, in Gefahr bringen. Hier ist das, also diese Gefahr ist viel, viel geringer. Man kann es so programmieren, wenn man Strom hat, das Ding funktioniert tadellos. Also es ist sehr, sehr einfach. Man muss nur dafür Sorge tragen, damit man quasi eine Autobatterie, 12-Volt-Batterie mit Strom versorgen kann. Ihr seht ja, hinter diesen Standheizungen ist meine neue Balkonkraftwerk. Also wie ihr seht, hinter der China-Standheizung steht mein neuer Solarpanel für mein neues Balkonkraftwerk. Ich schwenke mal kurz nach oben, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So. Mit diesem Solarpanel, das ist 405 Watt, das habe ich vor 2 Wochen gekauft, ich und nochmal ein Arbeitskollege, jeder eins, damit, also 405 Peak-Leistung, könnte man ohne Probleme mit einem guten MPPT-Laderegel, zum Beispiel vom Victron Energy, ich habe zwar zwei Stück 75 1575 Victron Energy MPP-Laderegler. Die Leistung von denen quasi würde nicht komplette Solarplatte nutzen, aber bei Bewölkerung erreiche ich viel schneller, dass ich eine 12-Volt-Batterie auflade, wie mit einer Solartasche mit 100 Wattstunden. Auf jeden Fall mit so einer Solartasche, so ein Panel oder ganz normalen Solarpanel. Also das hier ist 1 Meter, glaube ich, 60 auf 1 Meter 11, also schon was Größeres für Balkonkraftwerk. Kann man diese Autobatterien aufladen. Man kann diese Autobatterie zum Not im Auto auch aufladen durch die Lichtmaschine. Man kann die Autobatterie in Verbindung mit einem Ladegerät auch aufladen, wenn Strom da ist, weil ich denke mal, wenn es zu Stromabschaltungen kommt, dann wird es wahrscheinlich so ähnlich kommen wie bei Schweiz. Die Schweiz hat schon, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Luzerner Zeitung veröffentlicht, die werden so wie Blockabfertigung haben, quasi gewisse Stunden, 4 Stunden Unterbrechung, dann glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, bis zu 8 Stunden Stromversorgung, dann wieder 4 Stunden Unterbrechung und dann wieder bis zu 4 Stunden Stromversorgung. Wenn die Schweiz sowas schon veröffentlicht, und Schweiz steht besser da wie Deutschland, wie bei uns hier. Die haben viel größere Reserven durch diese Wasserreservoirs, die sie in Alpen haben, und durch die Hydrozentralen können sie quasi Strom dann erzeugen. In Deutschland ist das, ich glaube, also 10-mal weniger oder 9-mal weniger wie in der Schweiz, und Deutschland hat 90 Millionen Einwohner, ca. 90 Millionen Einwohner, und Schweiz, glaube ich, unter 10. Auf jeden Fall, das hier wäre eine Alternative, die ich empfehle und die ich jetzt benutzen würde. So, nun sind wir zu Alternative 7 gekommen, eure Vorschläge in der Community. Dann schauen wir mal, was habt ihr geschrieben. Ich möchte mich im Voraus bedanken fürs Mitmachen, für die super Vorschläge.
an alle, die mitgemacht haben. Also hier habe ich mal ein paar Sachen aufgezählt, die ich selber gemacht habe. Und jetzt kommen wir mal zu euren Vorschlägen. So, und schauen wir mal, Arthur Weigel. Vielleicht auch gute Skikleidung und Thermounterwäsche besorgen, wird, denke ich, auch schon eine gute Basis sein. Liebe Gruß, gutes Thema, Toni, weiter so. Arthur, vielen Dank, das ist eine sehr, sehr nützliche Idee, sehr guter Tipp. Also warme Klamotten finde ich top. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dann schauen wir mal weiter. Peter N. Für Wohnungen in der Stadt vor allem eine recht lange Zeitspanne dazu recht schwierig. Kommt auch auf den Winter an. Ich gehe mal schlimmsten aus, minus 20 Grad. Ich empfehle einen Holzofen, wenn möglich, und genug trockenes Feuerholz. Beides sind momentan recht rar und teuer. In den Keller ausweichen fällt mir auch noch ein, da es da Temperaturen geschützter ist. Peter, vielen Dank für die Ideen. Ja, das mit dem Holzofen ist eine super Idee, aber ich denke mal, das ist in den meisten Wohnungen wird es wahrscheinlich unmöglich sein. Für Häuser, ja, für manche Wohnungen auch möglich, aber das mit dem Keller ausweichen ist auch eine gute Alternativmöglichkeit, wenn es nichts geht. Natürlich im Keller ist das viel angenehmer wie im Erdgeschoss oder im Dachgeschoss. Das glaube ich, das weiß jeder. Auch im Sommer ist es im Keller kühler wie im Erdgeschoss oder Dachgeschoss, und im Winter halt umgekehrt. Dort ist es ein bisschen angenehmer, wärmer. Dann kommen wir zu Gedient für Deutschland. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hallo miteinander. Ich habe 12 Volt Heizdecke. Decken gekauft, die man an der Power Station und dem Auto betreiben kann, also auch mit einem Solarpanel, ist aber für den äußersten Notfall. Ansonsten heiz mein Holzofen, mein Haus, und Strommangel werde ich nie haben, bin auf alles vorbereitet, egal was kommt. Gruß aus der Oberpfalz. Gruß aus Süddeutschland nach Oberpfalz, gedient für Deutschland. Vielen Dank für diese super Tipps. Ja, das sehe ich auch so. Die Menschen, die Häuser haben, die haben viel mehr Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Das mit den Heizdecken finde ich top Idee. Also für den äußersten Notfall. Auch vielleicht Menschen, die Auto-Heizkissen haben, können sowas benutzen. Die werden mit 12 Volt betrieben, verbrauchen sehr wenig Strom. Zum Not können wir sich damit auch weiterhelfen. Holzofen ist natürlich vielleicht die beste Möglichkeit, aber halt die Möglichkeit haben nicht so viele Menschen. Aber gedient für Deutschland, vielen Dank fürs Mitmachen, für die nützliche Idee. Schauen wir mal hier noch. Was hat nochmal gedient für Deutschland nochmal geantwortet? Dazu muss ich auch noch schreiben, dass ich Schlafsäcke gekauft habe, aus denen man, wenn man zwei zusammen macht, einen großen hat für zwei Personen, weil dann kann man eine Person, die selbst mehr Wärme abgibt, einen fremden Frau aufwärmen. Super Idee, gedient für Deutschland, Dankeschön. Natürlich, ja, man kann auch ein Zelt im Schlafzimmer aufstellen, einen kleineren Raum. Natürlich ist es einfacher durch die Körperwärme, keine Ahnung, 2 Quadratmeter warm zu halten, wie ein Zimmer mit 15, 20 Quadratmeter. Gedient für Deutschland, super, vielen Dank. Bei dir mache ich mir keine Sorgen, ich weiß, du bist bereit. Andi S. Heizen ohne Strom in Mietwohnung schwierig. Teelichter, Ofen, Kerzen, Schlafsäcke, warme Decken, Schichtenkleidung, Wurfzelt, Wärmeflaschen, Campinggaskocher, um
Eintöpfe zu erwärmen, zum Wasser zu erhitzen für Tee und Wasser für Wärmeflaschen. Andi, vielen Dank, das sind sehr, sehr nützliche Tipps. Manche habe ich selber aufgelistet. Ja, das mit den Mietwohnungen ist es wirklich schwierig zum Heizen, das stimmt, auf alternative Möglichkeiten. Aber das hier, was du aufgezählt hast, stimme ich zu. Also Teelichterofen, Kerzen, Schlafsäcke ist Top-Idee. Also ich habe selber welche, weil wir Trekkingtouren machen. Aber ich denke mal, für Notfall ist das echt gut. Die Menschen, die sowas nicht haben, die müssen sich halt gut einpacken in mehrere Decken und vielleicht zwei, drei Hosen, Jacken anziehen. Also wenn es dazu kämen sollte, auf jeden Fall. Und das mit dem Wurfzelt ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Wärmeflaschen, natürlich, wenn man sich Tee macht, dann kann man ein bisschen mehr Wasser aufkochen und dann Wärmeflasche benutzen. Super, vielen Dank an die S fürs Mitmachen. Dann ON. Habe eine Hundeheizung, Schafsfell, Federdecke, eine Jacke mit integrierten Heizelementen mit USB-Anschluss. ON. Super, vielen Dank. Also das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, wenn man Haustiere hat, wenn man einen Hund hat. Damit kann man sich auf jeden Fall aufwärmen. Oder wenn man zwei, drei Personen Haushalt ist, Mann, Frau. Das ist auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen lieb hat und zusammenkuscheln tut, dann kann man sich gegenseitig aufwärmen. Oder diese Federdecke, natürlich, die sind richtig teuer, aber die sind richtig gut. Schafsfell, genau das gleiche. Das mit der Jacke, mit integrierter Heizelement, das ist auch eine super Möglichkeit, so wie diese Heizdecken oder Heizkissen fürs Fahrzeug. Super Möglichkeit. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und dann kommen wir zu Tabitha W. Hallo, freue mich schon auf das Video. Ich habe einen Gasheizofen. Da stellt man eine 11 Kilo Gasflasche rein, warme Kleidung etc. ist natürlich auch da. Es gibt noch eine kleine Gasheizung, so ein Gerät, mit dem man heizen oder kochen kann. Ja, die kenne ich. Glaube, irgendwie heißen die irgendwie Heater oder schaut mal beim Stefan Auto Chiemgau oder bei Mr. Togi, die haben das auch vorgestellt. Beim Teelichterofen muss man aufpassen, dass genügend Luft drankommt, die Abstände Boden zur Abdeckung ausreichend ist und dass die Teelichter nicht zu eng stehen, sonst könne dies zu heiß werden und das Wachs fängt an zu brennen, ist dann schwer zu löschen. Das stimmt, also das ist sehr, sehr, also sehr ernst zu nehmen. Vielen Dank, Tabitha, für diese Empfehlung. Also es besteht Brenngefahr bei diesen Teelichteröfen. Das kann man wirklich sehr, sehr schwer löschen. Daher sollte man immer einen entsprechenden Feuerlöscher da haben. Super Idee. Und einen CO2-Warner für die Gasgeschichte. Tabitha, vielen Dank. Das sind sehr, sehr nützliche Tipps. Ich hoffe, man kann sich hier gegenseitig austauschen. Dann gehen wir mal weiter zu Never Ever. Am Handy ist das Foto leider so klein, dass man deine Auswahl teilweise nicht mehr erkennen kann. Könntest du es bitte nochmal schreiben? Das habe ich dann unmittelbar wieder gemacht. Jetzt schau mal, was der Never Ever nochmal schreibt. Ich ergänze mit. Petroleumheizung, super Idee. Wärmeflasche, Wasser kann man mit der Petroleumheizung erwärmen. Stimmt. Taschenofen in Größe von einem kleinen Powerbank, die gibt es zum Beispiel bei Franconia, bei Jagdbedarf oder auch im Internet, ist auch super Möglichkeit, die ich über Solar aufladen kann. Schlafsack, gute wärmende Kleidung, Wärmepflaster, bei Allergie gegen Pflaster aufpassen. Never ever, vielen Dank für die sehr, sehr nützlichen Tipps. Ich denke mal, hier sind schon jetzt einige gute Tipps vorgekommen und man kann sich das hier durchlesen und das für jeden von euch einzeln, das was euch am besten passt, einfach sich rauspieksen und das Beste draus machen. Vielen Dank nochmal, Never Ever. Schauen wir mal, Tanja Schneider, Wärmeflasche und
ab unter die Decke. Zusätzlich noch ein paar Teelichter im Zimmer und nur diesen Raum nutzen für Aufenthalt. Am besten einen Raum wählen, wo auch viel Sonne reinscheint. Zwischendurch 5 Liter Wasser, Gewichte stemmen oder Liegestütze, da wird man auch schön warm. Tanja, vielen Dank, das sind nützliche Tipps. Das mit der Wärmeflasche ist jetzt ein paar Mal aufgekommen. Zusätzlich ein paar Teelichtofen, aber das hier, was du gesagt hast, zum Beispiel, dass man sich den Raum aussuchen sollte, wo am längsten Sonne scheint, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dass man zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt wenn es tagsüber die Rollladen hoch tut, damit Sonne reinstrahlen kann und damit die Wärme reinkommt und sobald Sonne weg ist, vielleicht eventuell Rollladen runter. Vielleicht würde ihr dann vor Fenster Folie noch spannen, damit nochmal eine Luftbrücke dazwischen ist, damit es noch besser isoliert ist, damit die Wärme nicht nach außen rauskommen kann. Also sehr, sehr gute Idee. Vielen Dank. Schauen wir mal, was noch Andi schreibt. Unbedingt mehrere Wasserkanister befüllen. Ja, das betrifft jetzt Heizung nicht, aber verstehe ich, da kommen nochmal andere Videos noch dazu. Buddy Leila, ich habe neben einem Petroleumofen noch einen Tipi-Ofen und einen Kanonenofen im Keller stehen. Zur Sicherheit stehen noch Rauchmelder und Kohlenmonoxid-Warner bereit. Sollte ich Indoor mit Ofenfeuer hantieren müssen. Buddy Leila, also das mit diesen Tipi-Ofen und mit diesen Raketenofen ist eine Top-Möglichkeit, wenn man quasi Möglichkeit hat, diesen irgendwie aufzubauen und den Kamin einfach nach draußen rauszuführen. Oder wenn man so einen Kamin hat, dann ist es Top-Möglichkeit. Petroleumofen ist auch eine Alternative. Sicherlich sehr gut. Die ist, glaube ich, weniger gefährlich wie Gas. Ist aber gefährlich. Man sollte auch aufpassen. Dann besteht auch Erstickungsgefahr. Aber super Tipps. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich denke mal, hier sind einige gute Ideen dabei gewesen. Dieses Video wird bald folgen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, schreibt sie bitte unten in die Kommentare oder schreibt es nachher unter dem Video, damit man sich gegenseitig austauschen kann, damit sich Menschen selber helfen können und gute Ideen finden für den Ernstfall, falls er kommen sollte. Ich hoffe, dass er nie kommt, aber lieber wir haben das und brauchen es nie, wie nicht haben, brauchen. Das ist mein Motto und hoffentlich bleibt alles normal und dass wir genug Gas haben und Strom, aber wenn es auch verfügbar sein wird, das wird dann deutlich, deutlich teurer. Deswegen Alternativmöglichkeiten sind immer gut, dass man hatte, dass man ausweichen kann. Das ist halt wie im Leben, bei allen anderen Sachen auch. Ich bedanke mich nochmal fürs Schauen. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bleibt alles normal. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Mal, euer Toni. Ciao.